Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Heute gibt es einen super gesunden und dazu aber auch noch super leckeren und saftigen Schokoladenkuchen. Das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen, nur gesunde Sachen. Und wir fangen jetzt auch schon an, als allererstes mit den Datteln. Das sind jetzt 15 Stück. Die werden jetzt erstmal mit kochendem Wasser übergossen und müssen erstmal ein bisschen ziehen und weich werden. In der Zwischenzeit können wir dann schon mal die Süßkartoffeln und die Möhren, also insgesamt brauchen wir ungefähr 600 Gramm, schälen und in Stücke schneiden. Ich habe jetzt hier circa 400 Gramm, etwas mehr als 400 Gramm Süßkartoffel und habe den Rest jetzt Möhren genommen. Ihr könnt aber auch nur Süßkartoffeln verwenden. Wenn ihr nur Möhren nehmt, weiß ich nicht genau, wie das Ergebnis wird. Ja, das Ganze wird dann in Stücke geschnitten und kommt in einen Topf. Dieser war dann jetzt hier doch ein bisschen zu klein und deswegen musste ich das noch einmal umfüllen. Das Ganze wird dann so lange gekocht, bis die Süßkartoffeln und die Möhren weich sind. Ja, und in der Zwischenzeit können wir dann schon mal die Schokocreme vorbereiten. Dafür habe ich die Datteln jetzt in ein Gefäß gegeben, die habe ich vorher abgeschüttet. Da ist jetzt kaum noch Wasser dabei, nur noch ein bisschen. Dann nehme ich den Stabmixer auf jeden Fall dafür. Der Personal Blender würde das nicht schaffen. Dann habe ich noch Ahornsirup dazu gegeben. Die genauen Mengenangaben, die ihr benötigt, schreibe ich euch wie immer unter das Video. Dann kommt noch ein bisschen Zimt dazu und der Backkakao. Also entweder ihr macht das dann mit dem Stabmixer oder mit einem anderen Mixer. Allerdings, der Thermomix zum Beispiel, der wird wahrscheinlich von der Menge her das nicht so richtig packen. Dann muss man das immer wieder runterschieben oder so. Es gibt eben doch nicht ein Gerät für alles. Ja, ich habe jetzt hier den Stabmixer verwendet, das klappt ganz gut. Es kann sein, dass euch die Menge immer noch ein bisschen zu fest ist, dann könnt ihr noch ein bisschen Sojamilch oder ein bisschen Wasser mit hinzugeben, aber wirklich nur ein kleines bisschen, die Masse sollte schon noch relativ fest sein. So, jetzt kommt doch wieder der Thermomix zum Einsatz und zwar habe ich jetzt hier Buchweizen. Daraus mache ich jetzt Buchweizenmehl, ihr könnt auch Haferflocken nehmen und daraus Mehl machen. Oder wenn ihr keinen Mixer habt, der sowas kann, könnt ihr das auch fertig kaufen. Ja, das geht jetzt relativ schnell. Dann habe ich richtig schönes, feines Buchweizenmehl. Und dann kommen noch gemahlene Mandeln hinzu. Und zwar ist das hier ein Päckchen und das sind 200 Gramm. Und dann können wir auch das gekochte Gemüse mit hinzugeben. Die Süßkartoffeln und die Möhren und ein kleines bisschen Flüssigkeit war jetzt noch im Topf. Und das werden wir wahrscheinlich auch benötigen. Ja, und dann kommt noch die Schokoladencreme dazu und dann wird das Ganze einfach nochmal gut durchgemixt. Mit dem Silikonlöffel kriegt man übrigens das richtig schön raus. Ich liebe diese Teile. Ja, einfach jetzt mit dem Thermomix oder mit dem Mixer eurer Wahl alles schön zu einem feinen Teig vermixen, so dass wirklich eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Es kann sein, dass ihr mit dem Thermomix den Spatel nochmal zur Hilfe nehmen müsst. Und wenn es einfach noch ein bisschen zu fest von der Masse sein sollte, gebt gerne noch ein bisschen Flüssigkeit dazu oder ein bisschen Apfelmus, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dann haben wir auch eine richtig schöne, feine Konsistenz und da sind jetzt wirklich nur gesunde Sachen drin. Und das fülle ich jetzt in meine Form. Ich habe jetzt hier eine neue, die habe ich gewonnen, da bin ich auch ganz stolz drauf. Das ist eine Kuchenform, die kann man zusammenfalten, sehr praktisch, auch besonders nachher, wenn der Kuchen fertig ist. Und das zeige ich euch dann nochmal. Hält auf jeden Fall bombensicher und da fülle ich jetzt den Teig ein. Und dann kommt der Kuchen, so wie er ist, in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, ungefähr 50 Minuten. Und nach den 50 Minuten ist er dann auch richtig schön. Ihr könnt vielleicht auch mal eine Stäbchenprobe machen, um zu gucken, ob er dann auch wirklich gar ist. Und dann sieht er so aus. Und dann kann man einfach nach einer kurzen Abkühlzeit die Seiten dieser Form wieder auseinanderklappen. Und so kann man den Kuchen richtig schön praktisch aus der Form bekommen, ohne dass irgendwas kaputt geht oder dass er euch auseinanderfällt. Ja, und dann habe ich den eingepinselt mit flüssiger Schokolade. Das könnt ihr natürlich auch weglassen. Wenn ihr wollt, dass der Kuchen weiterhin super gesund ist, dann bestreut es einfach nur mit ein bisschen Puderzucker oder Erythrit. Ich habe jetzt hier einfach für die Optik nochmal ein bisschen das garniert mit, wie gesagt, flüssiger Schokolade und ein paar Schokostreuseln, Schokoflakes. Und so sieht der fertige Kuchen dann aus.
Ich zeige euch jetzt auch mal eben, wie ich den anschneide. Er ist wirklich super saftig, also gar kein bisschen trocken durch die Süßkartoffeln natürlich. Die machen das natürlich ganz schön saftig. Und das ist auf jeden Fall ein Kuchen, den man mit gutem Gewissen genießen kann. Sehr lecker schmeckt es auf jeden Fall auch mit ein bisschen Sojajoghurt, wenn man den noch ein bisschen süßt, ein bisschen Schokoflakes noch mit reinmacht oder so, dann macht das Ganze das noch ein bisschen frischer. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Macht es unbedingt mal nach. Sagt mir Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!